Youth Media Convention 2008 auf der Color Lines. Eine Schifffahrt, die es in sich hat, denn auf dem Luxusdampfer sammeln sich insgesamt rund 140 junge Menschen auf der Suche nach Tipps und Anregungen rund um den Beruf des Auslandskorrespondenten. Und diese kommen von den Experten höchstpersönlich. Ganze 9 hochkarätige Journalisten und Wissenschaftler aus der Praxis hat die Organisatorin Julia Balanowski gemeinsam mit ihrem Team von Jugendpresse, Journalistenunion und der Friedrich-Ebert-Stiftung an Bord des Luxusdampfers eingeladen. Doch wie kommt man eigentlich auf dieses Thema? Wir haben uns gedacht, Mensch, wir könnten mal was dazu machen. Wir hatten schon zu allen möglichen Themen ganz viel, aber dieses Schwerpunktthema, für das sich ja eine sehr breite Masse interessiert, wie man an der Anzahl der Bewerbungen gemerkt hat, dazu hatten wir sehr wenig in letzter Zeit. Und haben gesagt, ja, lass uns das einfach mal machen und haben das eben durchgezogen zur Youth Media Convention. Eine dieser unzähligen Bewerber ist Laura Zacharias. Die 21-Jährige hat sich einfach übers Internet beworben und ist ganz gespannt, was sie auf dem Dampfer zwischen Kiel und Oslo so erleben wird. Besonders freue ich mich auf die Diskussionsrunden. Also ich hoffe, dass ich ganz viel fragen kann und alles loswerde, was ich auch selber zu dem Thema irgendwie sagen möchte. Auf den Austausch eben mit Erfahrenen, die dann auch vielleicht Wege zeigen können, wie man da eben rankommt an Jobs. Gefragt sind Tipps für die Karriereplanung und eine Antwort, wie man denn dahin kommt, wo die Experten bereits sind. Die jungen Journalisten lassen keine Möglichkeit aus, um mit den Profis zu diskutieren und nachzuhaken. Doch einen sicheren Weg zum Erfolg gibt es nicht. Jeder angebliche Traumberuf erfordert harte Arbeit. Der frühere Krisenfotograf Gerhard Kromschröder. Denn eins muss einem klar sein, in diesem Beruf wird einem nichts geschenkt, man muss ackern und rackern. Man wird eigentlich nach Strich und Faden belogen und man muss eigene Wege finden, um das zu recherchieren, über das man schreibt oder das man darstellt, um dann mit halbwegs ruhigem Gewissen sagen zu können, na, das kommt ein bisschen in die Nähe der sogenannten Wahrheit. Neben den Schwierigkeiten vor Ort, die eine solide Recherche oft erschweren, bestimmt die Redaktion zu Hause, über welche Themen berichtet wird. Der Quotendruck reduziert zudem die Auslandsberichterstattung auf Krieg, Katastrophen, Krisen und Krankheiten, die sogenannten 4Ks. Die bringen Journalisten in so manche gefährliche Situation. Auch Laura kommt ins Grübeln. Ihre Zwischenbilanz? Also jetzt eben gerade zum Beispiel, nach dem, was ich jetzt gehört habe, finde ich schon ein bisschen abstoßender wieder, weil da sind ja schon ganz schön... Also es gibt ja schon ganz schön Hammer-Situationen, in die man da gerät. Und ja, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Schiss hat, dann ist es bestimmt gar nicht so einfach, das zu überwinden. Aber grundsätzlich, also sowas wie Paris oder USA könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ob das so unbedingt Krisengebiete sein müssen, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Um das Gehörte zu verdauen, entscheidet sich Laura in Oslo für eine Stadtrundfahrt. Aber es bleiben nur 3 Stunden, dann legt die Color Lines wieder ab und das Programm der Youth Media Convention geht in die 2. Runde. Auf der Suche nach dem Erfolgsrezept, wie man denn nun Auslandskorrespondent wird, betont der Nahostexperte und langjährige Korrespondent der Zeit, Dr. Michael Lüders, dass es wichtig ist, mit sich selbst im Reinen zu sein. Auslandskorrespondent wird man in der Regel ja nicht einfach so, sondern man muss ja auch das Glück haben, irgendwie entsandt zu werden, sofern man nicht als Freier sich irgendwie durchschlagen will im Ausland. Ich glaube, ein Auslandskorrespondent sollte jemand sein, der eine gefestigte Persönlichkeit ist. Also wer glaubt, er findet im Ausland etwas, was er zu Hause nicht gefunden hat, der irrt. Man nimmt sich selbst immer mit, wohin man auch geht. Und insofern denke ich, sollte ein Auslandskorrespondent jemand sein, der sehr gut in sich selbst verwurzelt und verankert ist, sonst droht Orientierungslosigkeit. Setzt man sich also mit einer fremden Kultur auseinander, ist die kritische Hinterfragung der eigenen unvermeidbar, so Lüders. Nach all diesen Eindrücken gibt es beim Abendessen die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch den Ratschlag der Experten zu suchen. Laura schlendert außerdem noch ein bisschen herum, genießt das Flair des Luxusdampfers und verrät uns am Ende, was ihr besonders gut an der Youth Media Convention 2008 gefallen hat. Insgesamt auf jeden Fall Daumen hoch, würde ich sagen. Also es ist auch echt toll, dass es hier so eine gemischte Gruppe ist, dass es viele gibt, die schon super viel Erfahrung haben, manche, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich bin jetzt, glaube ich, eher so in der Mitte. Und dass man da auch untereinander sich so austauscht und viel lernen kann, viele Tipps kriegt und auch selber vielleicht Tipps weitergeben kann, hoffe ich zumindest. Dass diese Fahrt nicht nur ein Erlebnis für jeden einzelnen Teilnehmer ist, sondern auch Profis wie Gerhard Kromschröder inspirieren kann, spricht für ein gelungenes Event. Mein persönliches Resümee ist, dass ich in den Gesprächen mit den jungen Kolleginnen und Kollegen doch wieder eine ganze Reihe von Anregungen gewonnen habe, auch über das nachzudenken, was ich persönlich journalistisch mache.